rund um Nürnberg präsentiert den Run-Podcast mit Alban Imeri. So, herzlich willkommen zu Run Nummer 46. Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Heute mit dabei Chris Schuster, COO vom Zollhof Tech Incubator. Für alle, die den Zollhof möglicherweise nicht kennen, der Zollhof bietet mit seinen Offices jungen Unternehmern ein Zuhause mit der Möglichkeit, sich weiterhin zu entwickeln, zu connecten und vor allem auch schnell zu wachsen. Wir sprechen heute über das Thema Mindset, Work-Life-Balance und Fehlerkultur. Chris, schön, dass du da bist. Hi. Danke, dass ich da sein kann. Chris, erzähl, wie läuft's? Wild. Läuft's. Okay. Ja. Das heißt? Naja, also ich sag mal so, ich habe es letztens mal ganz schön beschrieben. Man fragt die Leute, wie geht's euch, wie geht's dir? Und ich glaube, so vom Kopf her können wir sagen, ja, gut, Familie gesund, ich bin gesund. Aber ich glaube, jeder teilt dieses Gefühl, dass das zwar rational gut ist, aber so unterbewusst fühlt sich's einfach wie so ein Schleier an, der über allem immer liegt, ja, was so eine ganz komische Zeit ist. Ja, klar. COO beim Zollhof. Vielleicht magst du da erstmal erklären, was macht ein COO genau, was sind so deine Themen, wie schaut jetzt auch ein Tag bei dir aus? Das COO haben wir letztendlich davon abgeleitet, zum einen Operations und das andere ist so die Organisation. Benny, der CEO und ich, wir teilen uns so ein bisschen die Aufgabengebiete. Vielleicht mal der eine Teil, dieser Operations-Teil, es geht halt viel darum, wir betreiben einfach mal jetzt 3000 Quadratmeter Fläche direkt beim Plärrer. Ja. Das heißt, das muss betrieben werden. Wir müssen Prozesse dafür etablieren. Wir haben eine Vielzahl an unterschiedlichen, sagen wir mal, Geschäftsmodellen nicht, aber Produkte. Wir machen ja nicht nur was für die Startups, sondern eben auch für das gesamte Ökosystem. Das heißt, mit Partnern, sei es jetzt Siemens, sei es Adidas, sei es eine Nürnberger Versicherung. Wir haben ja auch Produkte und Angebote für die, wo wir Vernetzung herstellen, wo wir neue innovative Methoden anbringen. Und dafür braucht es aber halt auch Strukturen, Prozesse, die richtigen Menschen am richtigen Ort, damit wir diese Sachen halt auch gut liefern können und sagen wir mal alle am Ende happy sind dafür. Das heißt, da ist ein Teil davon, der sehr strukturiert irgendwie arbeitet und Prozesse etabliert. Da ist aber auch der andere Teil, der sehr, sehr viel Gedanken macht zum Thema Organisation. Wie arbeiten wir zusammen intern? Aber wie arbeiten wir halt auch mit unseren Kunden und mit den Menschen, die uns irgendwie nahe stehen, sei es Startup oder auch Partner oder Talenten zusammen? Ja. Das ist Gutes. Okay. Du machst COO. Wer ist jetzt noch mit dabei beim Zollhof? Also wie groß ist jetzt euer Team? Wir sind 15 Festangestellte. Genau, der COO, wie gesagt, wir beide bilden eigentlich so die Geschäftsleitung. Wir haben 15 festangestellte Mitarbeiter und wir arbeiten halt auch sehr viel mit jungen Talenten und Werkstudenten. Klar, wir haben jedes Quartal allein 10 neue Talente, das heißt Studierende, die wieder, sagen wir mal, an Herausforderungen für bestehende Unternehmen arbeiten, innovative unternehmerische Methoden anwenden, um Lösungen für, sagen wir mal, reale Probleme zu kreieren. Das heißt, du hast allein im Jahr knapp 50 bis 60 Talente und es sind Studierende, die halt durch den Zollhof durchgehen und die dann häufig und sogar nicht selten bei unseren Startups landen, Geschäftsführer werden bei den Startups, aber auch Mitarbeiter werden bei den Startups oder halt eben auch zu den Partnerunternehmen in der Region gehen. Und das ist halt wunderschön, weil wir halt, sagen wir mal, nicht nur Unternehmen dabei unterstützen, sondern auch Menschen, sagen wir mal, eine Welt zeigen, die vielleicht über das klassische Anstellungsverhältnis hinausgeht und vielleicht auch dann mal einen motiviert zu sagen, ich probiere es jetzt mal selber was zu machen und selber zum Unternehmer oder Unternehmerin zu werden. Das heißt, das ist auch von euch gewollt, dass dann eure Talente, eure Werkstudenten dann auch bei den Unternehmen landen, die auch im Zollhof sitzen. Absolut, weil das Schöne ist, was brauchen die jungen Unternehmen mehr denn je? Die brauchen wieder selber gute, aktive Menschen, die Bock haben, was zu bewegen. Klar, und es ist so cool zu sehen, wenn Leute erstmal kommen und vielleicht 3 Semester studiert haben, machen bei uns so ein 3-monatiges Programm, dann auf einmal ist da ein Startup, sagt, komm zu uns, fang bei uns an, wir haben hier ein Thema, dann fangen die dort an und jetzt auf einmal, wir haben schon 2 Fälle, wo die jetzt zu den Geschäftsführern beziehungsweise zu Co-Foundern wurden von ihren eigenen Unternehmen. Und ganz ehrlich, wir sind gerade mal 4 Jahre alt. Also wenn ich sehe, was in den 4 Jahren passiert ist, dann freue ich mich noch sehr viel mehr, was in den nächsten 10 Jahren auch in der Region entstehen wird, was für Menschen wieder neue Themen an den Start bringen und eben den, sagen wir mal, unternehmerischen Weg einschlagen und nicht notwendigerweise vielleicht den klassischen Weg
wo ich eben Arbeitnehmer bin und meinem Job nachgehe. Naja. Das Thema Startup ist ja bei euch ständig präsent. Ihr investiert in diese Startups ja auch sowohl in das Unternehmen als auch in die Gründer selber. Wie wichtig ist da jetzt die persönliche Komponente, beziehungsweise nach welchen Auswahlkriterien sucht ihr denn eure Startups aus? Für eine Sache zu klären, wir investieren zumindest mal keine finanziellen Mittel in die Startups. Ja. Also die bekommen von uns kein Geld. Wir nehmen keine Anteile an den Unternehmen, sondern die bewerben sich ein bis zweimal. Wir haben letztes Jahr zwei, diesmal wieder einen Intake einmal im Jahr auf unseren Batch, wo wir sie 6 Monate lang begleiten. Mhm. Letztes Jahr haben sich 200 Startups beworben. Wir haben davon knapp 20 genommen. Also wir haben ungefähr so 10% Intake Rate von den Startups, die wir dann eben 6 Monate begleiten durch Coachings, durch das Netzwerk, aber eben auch mit all dem Wissen, was der Zollhof und das Team sozusagen zur Verfügung stellt. Ja. Und klar auch, dass sie bei uns sitzen können, weil das ist häufig auch das, was natürlich ist. Klar, gründe ich jetzt was bei mir in meinem WG-Zimmer oder irgendwo zu Hause bei den Eltern, ja, klar. Aber ich brauche das richtige Umfeld. Und das ist halt bei uns gegeben. Wir haben halt echt von Unternehmerinnen, die irgendwie ganz am Anfang stehen, zu gestandenen Unternehmen, die jetzt irgendwie schon 4 Jahre alt sind, 15 Mitarbeiter haben. Okay. Und das ist halt so wichtig, dieses Umfeld zu haben, dass du halt voneinander lernen kannst. Und das ist eben, was sie auch bei uns bekommen. Und das ist, glaube ich, was auch so wichtig ist, dieser Austausch zu den Menschen. Ja. Und wonach wählen wir die aus? Also letztendlich haben wir halt 4 Kriterien, die wir zu Rate ziehen. Eins davon ist natürlich sehr stark das Problem, an dem sie arbeiten. Ist das Problem groß genug, an dem sie arbeiten? Weil viele kommen schon mit einer Lösung, aber an sich interessiert uns eigentlich weniger die Lösung, sondern die Herausforderung, an dem sie arbeiten. Weil ich sage mal so, und wir sagen so einen schönen Spruch, verlieb dich in das Problem und nicht in die Lösung, weil die Lösung wird sich immer wieder verändern. Mhm. Also auch wenn es heute Podcasts sind, in 15 Jahren sind es keine Podcasts mehr, sondern es ist was anderes. Aber das Problem ist letztendlich, inspiriert zu werden, Know-how zu fahren, Menschen kennenzulernen, neue Themen vielleicht mal anzugehen. Und das Medium wird immer wieder ein anderes sein. Und das ist so wichtig, was wir auch bei den Gründerinnen und Gründern sagen, so, verlieb dich in das Problem. Warum ist dir das wichtig, dass du dich dem annehmen willst? Weil die Lösung, die kann sich verändern und vielfältig sein. Ja, das heißt, das ist eine Facette. B, auch klar, passen sie zu den Werten, zu unseren Werten. Das ist halt auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil wir verbringen sehr, sehr viel Zeit miteinander. Ja. Und sie müssen auch Bock auf uns haben. Und genauso müssen wir Bock auf sie haben. Mhm. Weil wenn du die ganze Zeit nur gegeneinander schießt, dann wirst du keinen Progress sehen und dich weiterentwickeln können. Das heißt, es ist wie auch eine Beziehung, die du halt eben eingehst. Klar, dann musst du sagen, klickt es, passt es. Und es ist häufig auch ein subjektives Gefühl, was du hast, aber das ist, sagen wir mal, noch ein weites, wichtiges Kriterium, das wir haben. Mhm. Klar ist, das dritte ist, ist es ein großes Marktpotenzial, was man halt irgendwie sieht, ne, ist da eine Chance, braucht es diese Lösung auch, und das sind so die wichtigsten Sachen, auf die wir halt achten. Mhm. Du hast ja gerade der zweite Punkt, dass es klickt, ne, dass man dann irgendwie eine Connection zueinander aufbaut, Wie sehr spielt das jetzt rein, wenn man jetzt sagt, okay, da lass uns da mal vielleicht 2 Beispiele durchspielen. Jemand ist persönlich wirklich, hat ultra Bock auf den Zollhof. Ihr auch, ihr findet den super. Geschäftsmodell ist vielleicht noch nicht ganz ausgereift. Andersrum, jemand hat wirklich das super Geschäftsmodell, ist persönlich vielleicht ein schwieriger Charakter. Wer ist dann eher was für ein Zollhof? Ich glaube ganz ehrlich, wir haben jetzt mittlerweile 60 Startups begleitet und da waren beide Fälle mit dabei. Also da waren sowohl der eine Fall als auch der andere. Und ich glaube, das hat erstmal nichts mit Erfolg zu tun, weil mir fällt jetzt ein Fall ein, wo es halt so war, wo wir ganz ehrlich eher nicht unbedingt klar miteinander kamen, aber wo ein großartiger Erfolg daraus wurde. Ja. Aber das ist auch fein. Ich glaube, das ist auch okay, weil dann passt einfach nicht mit uns, aber mit dem anderen. Und dann ist, glaube ich, eher wichtiger, sich frühzeitig in die Augen zu schauen und sagen so, ganz ehrlich, vielleicht passt halt auch nicht so. Ja, klar, also da bin ich eher so im Sinne von, ganz ehrlich, wir sind auch alles erwachsene Menschen, wir können einfach darüber sprechen, wir sind nicht verheiratet, das ist das Gute, wir müssen uns jetzt hier nicht zwingen, irgendwas zu tun, sondern am Ende wollt ihr erfolgreich ein Unternehmen bauen und das ist das Wichtigste für euch. Wenn wir euch unterstützen können dabei, sehr, sehr gerne, wenn nicht und ihr findet es scheiße, was wir sagen, ey, dann lassen wir es doch bitte gleich sein, weil sonst verschwendet ihr unsere Zeit und ihr eure Zeit auch. Das heißt, das würde ich erstmal koppeln von dem Thema Erfolg. Mhm. Aber klar macht es uns natürlich Spaß, mit denen zu arbeiten, wo es halt klickt, weil das ist ja auch das, was uns am Herzen liegt, unser Know-how, unser Netzwerk, das Ökosystem ihnen zur Verfügung zu stellen. Wenn wir merken, es wird genutzt und alle profitieren davon, sei es jetzt das Startup, sei es aber auch die Talente, die vielleicht zu ihnen gehen, am Ende die Kunden, denen die Startups wieder helfen. Dafür,
es gibt nichts Wohltuenderes, als genau dabei zu unterstützen. Und wenn man dann gemerkt hat, hey, man hat das Team dabei unterstützt, ich meine, am Ende deswegen tun wir das, was wir tun. Ja, ja klar. Ich meine, so eine persönlich entwickeln sich ja auch viele dann im Prozess ja noch weiter. Das wäre nämlich auch die nächste Frage, wie alt sind denn die Gründer, die zu euch kommen? Ist das jetzt immer der 20-jährige, hungrige Gründer oder ist das vielleicht auch jemand, der schon 30, 40 ist und sich irgendwie neu erfinden will? Ich glaube, es ist weniger neu erfinden. Also ich sag mal so, man muss ganz ehrlich sagen, wir ziehen dadurch, dass wir halt, also die eng mit der Friedrich-Alexander-Universität, die auch verbunden sind, ziehen wir natürlich viele Studierende eben an. Ja, weil das häufig der Ort ist, so, hey, ich kann was starten, ich kann was ausprobieren. Ja. Aber ich würde sagen, genauso häufig ziehen wir aber auch erfahrene, sagen wir mal, Menschen an, die sagen, hey, wir wollen was gründen und was bauen, auch wieder von der Universität. Weil du hast jetzt ja nicht nur Studierende, sondern du hast auch Promovierende. Wir haben gerade, fallen mir gerade zwei Companies ein, die bei uns sitzen, wo du halt einmal promovierte ITler hast, die an Themen arbeiten, das verstehe ich nicht, was sie eigentlich machen. Die haben ein unglaubliches Know-how und ein Wissen und bauen da halt eben ein Produkt daraus. Genauso ein anderes Team, da war einer ehemaliger Berater, der andere ist promovierter Psychologe und die bauen halt jetzt eine digitale Lösung, um psychisch kranken Menschen dabei zu helfen, nachdem sie stationär behandelt werden, nicht wieder rückfällig zu werden. Okay. Und bringen quasi ihr ganzes Know-how und ihre Kompetenzen rein. Und deswegen, so würde ich sagen, ist es quasi die ganze Bandbreite, die bei uns dann zu Hause findet. Okay. In welcher Phase der Gründung kommen die Leute in den Zollhof? Ja. Also nehmt ihr auch Leute auf, die jetzt sagen, ich habe die Idee, ich habe noch gar nicht gestartet, aber hier ist meine Idee, pitchen sie euch oder so? Oder sind das, also müssen die Leute schon irgendwie einen bestimmten Milestone erreicht haben, bevor sie überhaupt zum Zollhof kommen können? Ja. Also wir sind ja ein Inkubator, was an sich schon mal dann beschreibt, dass wir uns jetzt weniger um spätphasige Unternehmen kümmern. Zu uns kommen nicht die, die irgendwie schon ein Produkt haben, was eine Großzahl an zahlenden Kunden hat und jetzt geht es nur noch darum, das Geschäft zu skalieren. Da die Unternehmen kommen weniger zu uns. Ja, wir nehmen die auch, sagen wir mal, mit rein, beziehungsweise stellen dort Verbindungen her zu unseren Partnerunternehmen, weil da ist es wieder ein Mehrwert für beide Seiten. Also sei es ein Siemens, die brauchen eigentlich niemanden, der gerade mit einer Idee und vielleicht den ersten kleinen Kunden hat, weil die einfach nicht in der Größenordnung, wie Siemens es braucht, die Lösung liefern können. Dann stellen wir eher den Connect her zu den erfahrenen Unternehmen. Da nehmen wir auch jetzt wirklich nicht mehr direkt Einfluss darauf, sondern sagen wir, ey, thematisch könnte das interessant sein für jemanden wie Siemens oder Nürnberger Versicherung oder eine VAG Energie. Hey, dann lass uns den Connect herstellen, weil dann können beide davon profitieren. Aber was bei uns der Fokus eher ist, ist eben frühphasige Unternehmer und Unternehmerinnen. Und das ist häufig so, ja, da sind Menschen mit Ideen, aber es muss ein Prototyp irgendwie auch schon da sein und es muss irgendwie vielleicht auch schon mal ein Pilotprojekt mit irgendjemandem gegeben haben, so wo wir halt sehen, da ist eine Lösung, die wird schon irgendwie getestet, da passiert schon mal irgendwie was damit. Also jetzt nur mit der, ich habe eine Idee und würde was machen, ist zu früh. Okay. Also wir brauchen dann schon irgendwie was Greifbares, wo dann schon Zeit und Energie reingeflossen ist und wo so vielleicht die ersten Zeichen von potenziellen Kunden kommen, die sagen, ja, das fänden wir vielleicht interessant. Die müssen jetzt noch nicht gekauft haben. Aber zumindest mal, wo wir sehen, so okay, wir sind da in einem gewissen Dialog oder es gibt eben einen schönen Prototypen, wo man einfach schon was anfangen kann. Jetzt haben wir geklärt, wann die Leute reinkommen, aber wann gehen sie denn wieder raus aus dem Zollhof? Ihr habt ja ganz viele erfolgreiche Startups schon hervorgebracht. Ab welcher Kennzahl, ab welcher Größe, was ist da so ausschlaggebend, dass ihr sagt, okay, jetzt könnt ihr alleine laufen, jetzt haben wir euch genug angeschoben? Erstmal ist es so, dass halt unser Programm läuft für 6 Monate. Das heißt dann, aber wenn sie bei uns sitzen, sitzen sie halt weiterhin bei uns. Mhm. Und ganz ehrlich, auch dann unterstützen wir sie immer noch. Also sagen wir mal, wir sind medial sehr präsent und extrem gut vernetzt auch und helfen dann auch Startups, unabhängig davon, ob sie noch bei uns im Batch waren. Also wenn wir Verbindungen herstellen können, wenn sie erfolgreich sind, dann sind wir die Ersten, die in die Welt rausposaunen, dass es wieder ein großartiger Erfolg ist, damit wir denen halt einfach noch mehr Reichweite geben. Weil ich meine, ein Startup ist immer darauf fokussiert, mit seinen Kunden zu sprechen und das Produkt zu bauen. Und wenn wir, sagen wir mal, zumindest vorläufig diese Marketing-Komponente sie pushen können, ich sage immer ganz schön, das habe ich tatsächlich im Silicon Valley gelernt, so, du hilfst den Startups in einer anderen Gewichtsklasse zu boxen. Also, weil wenn die natürlich zu zweit sind und im Kleinen sind, dann kriegen die wenig Sichtbarkeit. Wir geben ihnen Sichtbarkeit zu neuen Kunden, für einen Markt, den die so niemals haben könnten. Und werden dadurch halt eben wachsen in eine andere Gewichtsklasse, dass sie bei uns sind. Und dabei können wir halt unterstützen. Wann sie gehen, ist dann tatsächlich, wann sie auch aus dem Zollhof ausziehen, ist dann tatsächlich sehr individuell.
Ja, Unternehmen, die waren 3 Jahre bei uns, die sind einfach zu groß. Also ich glaube, ich gebe dir ein Beispiel, Smart City Systems auch am Anfang. Die haben, das waren dann irgendwie 3 Leute am Anfang, dann irgendwie 2-3 Jahre später waren es 50 Leute. Und ganz ehrlich, bei 50 Leuten, platzen wir dann aus allen Nähten so. Ja, also ja. Das war schon sehr tight, ja. Wie die dann dort okay, saßen. Ja. Und dann ist es auch Zeit, dass sie weitergehen, weil dann sind sie eigentlich ein Unternehmen und brauchen vielleicht auch ihre eigene Welt und nicht mehr bei uns den Ort zu Hause. Und dann war auf jeden Fall Zeit zu gehen. Ja. Der Kontakt ist natürlich immer noch da, aber dann ist es nicht mehr Zeit, bei uns zu sitzen, so, ja. Sondern muss man, glaube ich, seine eigene Welt aufbauen. Und jetzt aktuell wieder ein Unternehmen, IT Labs zieht aus. Auch da, die haben eine Reife mittlerweile, da braucht es uns dann auch nicht mehr so. Und ja. Wir haben, es war eine schöne Zeit, glaube ich, für beide. Letztens mit dem Gründer, dem Güven, gesprochen, der hat gesagt, so, Chris, ohne euch wären wir nie so weit, wie wir halt jetzt sind. Mhm. Aber es ist auch gut. Und jetzt halt geht ihr euren nächsten Schritt und wir kümmern uns wieder um die, die halt vielleicht noch am Anfang stehen. Na ja, klar, ja. Ist ja auch für euch schon, ne? Erfolgsstories, wenn Leute dann irgendwie noch weiter wachsen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich sicherlich auch Startups, die es dann nicht schaffen. Ist ja auch ganz normal, kann ja nicht jeder der nächste Jeff Bezos werden und durch die Decke gehen. Und wenn du jetzt da vielleicht mal drüber nachdenkst und was ist so der ausschlaggebende Grund, warum Startups dann nicht schaffen, erfolgreich zu sein? Gibt es da überhaupt einen Grund? Sind es immer individuell verschiedene Stories oder lässt sich das dann vielleicht doch auf 2-3 Punkte runterbrechen? Ja, ich glaube schon, dass es sehr unterschiedliche Stories sind, aber der allermeiste Grund, also es sind eigentlich, ich sag mal meine 2 größten Gründe, die mir einfallen. Der eine Grund ist, man löst kein Problem. Okay. Also du hast häufig halt einfach Menschen, die aus einem, sagen wir mal, auch technischen Fokus kommen und die lieben Produkte bauen. Und die bauen dir die perversesten Lösungen, die bauen dir Sachen dahin, die sind so geil. Und wow, es braucht aber nur kein Mensch. Ja. Du findest halt einfach keine Verbindung zu dem Problem, was der Kunde hat. Und daran scheitert schon mal ein ganz, ganz großer Teil, weil du versuchst, Menschen zwangs zu beglücken mit irgendeiner wilden Lösung, die aber der Mensch nicht sieht. Ich aus eigener Erfahrung auch. Also meine Company, die ich vorher hatte, wir haben mit Drohnen Solarparks inspiziert. Dann haben wir versucht, der Frau Müller, die mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach ist, das zu verkaufen. Alles. Wir haben die mit Marketing vollgeballert. Aber jetzt im Nachhinein, warum sollte eine Frau Müller sich vorstellen, es macht Sinn, dass ich mit einer Drohne komme, um über eine Photovoltaikanlage da oben über dem Dach zu fliegen, um mir zu sagen, funktioniert die noch oder nicht. Ja. Und das ist einfach mal ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo man halt einfach merkt, so, ey, das funktioniert halt einfach nicht. Ja, ja. Und der zweite Teil ist schon häufig auch wieder die Menschen. Wir haben, und das ist auch, passiert halt einfach, du hast eine persönliche Beziehung zu jemandem oder du stehst mit jemandem zusammen und dann fängt man an, ein Gründerteam zu bauen. Dann sind dann 2 Leute so, okay, wir beide legen jetzt los und machen was zusammen. Aber es ist dann so, das ist dann tatsächlich auch wie eine Ehe, weil du verbringst so viel Zeit miteinander und du, ich habe es mal ganz schön beschrieben, so das Leben, bevor du gründest, ist ungefähr so die Kurve, die Hochs und die Tiefs. Wenn du gründest, dann ist sie so. Das heißt, die Hochs werden höher, du denkst am nächsten Tag, du bist Gott und dir gehört die ganze Welt und am nächsten Tag, scheiße, wir sind pleite und müssen den Laden dicht machen. So. Und entsprechend ist aber auch deine emotionale Welt diesen Schwankungen ausgesetzt. Und da merkt man häufig, dass das vielleicht für die eine Person das auch nicht ist. Also speziell, wenn du halt das erste Mal gründest, weil du halt merkst, so, ey, ganz ehrlich, das ist, ich brauche mehr Sicherheit, ich brauche mehr Stabilität. Das weißt du ja nicht, wenn du es aber ausprobiert hast. Und der eine sagt so, wow, das ist genau mein Ding, ich will noch mehr. Aber der andere sagt so, wow, 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 das ist mir zu wild einfach. Was doch völlig fein ist. Und dann gehen Teams auseinander. Und das kann halt häufig auch schon der Grund sein, dass es halt nicht mehr weitergeht. Und dann ist halt immer, was wir aber auch dann schon gesehen haben, dass man dann halt schaut, okay, wie kann man der weitermachen will, halt wieder komplementieren mit einer anderen Person, die wieder unterstützt. Aber das ist der zweite häufige Grund, dass einfach die Gründerteams einfach auseinandergehen, aus unterschiedlichsten Gründen. Okay, ja. Ausprobieren und auf die Nase fallen und dann aufstehen und was Neues ausprobieren ist klar immer unschön, aber ist auch manchmal genau das, was man vielleicht auch mal braucht, so dieser Misserfolg, um dann irgendwie zu sehen, wo sind meine Prioritäten oder wie kann es denn überhaupt richtig gehen. Und da auch ne, der Mut, Fehler zu machen und sich auszuprobieren, ich würde sagen, das ist jetzt bei uns in der Gesellschaft jetzt noch nicht so ganz verankert, diese Fehlerkultur. Wie siehst du das? Ja, ich sehe es halt auch so. Ich sehe es aber, und da glaube ich, kann jeder bei sich selbst einfach mal nur nachspüren, wie das halt sich anfühlt. Und jeder, glaube ich, hat die Momente in seinem Kopf, wo es halt nicht geklappt hat. Es fühlt sich halt auch einfach echt scheiße an. Ja, und dann das als Chance zu erkennen, also da musst du schon auch, finde ich, sehr
Bewusstsein ja, und sehr reflektiert sagst so, ja, lief jetzt super scheiße, aber ich habe schon wieder das und das und das daraus gelernt. Mhm. Und vielleicht da der Punkt. Ich glaube, was eher das Problem ist, wie wir halt konditioniert werden. Und wir werden halt, oder wir selbst, wir Menschen konditionieren uns am Tag 1, wenn wir dann in den Kindergarten bzw. dann Schule gehen, der Lehrer entscheidet, ob wir das gut oder schlecht machen. Wenn wir schlecht sind, dann ist es nicht so, wow, du hast eine 5, das ist eine große Chance für dich, jetzt daraus was zu lernen. ja. Und nochmal hier in dieses Thema zweite Ableitung reinzugehen. So, da kannst du nochmal richtig wachsen. So. Sondern dann ist so, du musst dich mehr anstrengen, sonst fliegst du durch. So, das ist halt immer dieses Drehgebärden-Thema. So, du wirst immer bewertet und dir wird immer dann vermittelt, das ist schlecht oder das ist gut. So, das heißt, du bist immer dem ausgesetzt und wir Menschen sind, und es geht im Studium dann weiter. Ja, du bist in der Uni und dann musst du schauen, okay, magst du mich? Dann fängst du deinen Job an. Wirst du eingestellt? Mögen mich die Firmen, dass sie mich jetzt einstellen? Oder halt dann auch nicht? Mag mich dann mein Chef? Das heißt, du bist kontinuierlich immer danach, dass die Menschen dich mögen und dass sie alles gut finden und alles toll finden. Und wie das dann ist, wenn Sachen nicht funktionieren, das ist halt dann wie so eine Schelle halt ins Gesicht. Ja, und dann wieder aufzustehen, wo wir das nie lernen, damit umzugehen, wo wir halt keinen, und das ist, was wir immer gerne sagen, einen Safe Space, einen sicheren Raum schaffen, wo das Scheitern halt einfach passiert und wo es okay ist. Aber da brauchst du schon auch Menschen, die dich halt halten und die dich dabei unterstützen und dich nicht verurteilen. Ja. Und das, finde ich, ist was, wo wir die Gesellschaft zu wenig Räume halt auch dafür schaffen. Und das ist schon auch so ein bisschen unser Ziel, diesen Raum halt zu schaffen, wo das so ist. Letztens ein Gründer hat halt eine offizielle Nachricht an alle beim Zollhof geschrieben und hat gesagt so, Jungs und Mädels, wir machen dicht so. Wir sind mit einem Sharing-Konzept gestartet vor Corona, dann kam Corona, aber Sharing in Mobilitätszeit, also in Mobilitätskreisen zu Zeiten von Corona ist einfach klar, nicht möglich. Klar, ja. Es will keiner. Jeder ist froh, wenn er mit seinem eigenen Auto sicher von A nach B fahren kann. Und da brauche ich nicht denken, wie man irgendwie zusammenfahren kann. Und den Mut, den er da bewiesen hat, das mit allen zu teilen. Und es kam ganz viel Applaus zurück von allen, die sagen, wow, danke, dass du dich auch dem stellst. Mhm. Weil lass uns auch mal ehrlich sein, wie viele Scheitergeschichten werden überhaupt kommuniziert. Viele Unternehmen, du hörst einfach nie wieder was davon. Es stellt sich keiner hin und hat halt nicht geklappt und war scheiße, sondern es wird einfach nie wieder drüber geredet. Hm. Und das sind, glaube ich, viele so kleine Teile, die dazu beitragen, dass es nicht so ist. Und ich glaube, das sind genau die Stellschrauben, wo man was machen kann, dass es mehr so ist. Ja. Hast du jetzt selber, ich meine, du begleitest ja viele junge Gründer auch auf ihrem Weg. Hast du da vielleicht auch mal einen Tipp für junge Gründer, wie man vielleicht auch mit Misserfolg umgehen kann? Es gibt so eine Sache, die ich selber aber lerne und manchmal besser mache und mal schlechter mache. Ganz ehrlich, wir selber sind auch nicht das Unternehmen. Also ich finde, man identifiziert sich immer so sehr mit dieser Sache. Das ist jetzt natürlich auch etwas sehr abgehoben, aber ich meine es ernst so. Ganz ehrlich, wir haben ein Thema, das ist uns wichtig und wir versuchen da unser Bestes und geben halt da rein und finden da was raus. Aber wir sind noch so, viele Menschen, wir sind noch so jung. Wir müssen erstmal ausprobieren und die Welt kennenlernen. Bisher kennen wir meistens nur die Welt der Eltern, der Schule und vielleicht ein paar Mal Urlaub. Und das kennen wir ja gar nicht. Und jetzt geht man da auf und entdeckt eine neue Welt so. Mhm. Und ich glaube, dass man, das was eher als was Spielerisches halt vielleicht auch sieht, wo man was ausprobiert, wo man sagt so, ey, und es hat nie was mit mir als Person zu tun, wenn Sachen halt nicht klappen, Mann. Das ist halt einfach so. Du bist deswegen kein scheiß Mensch. Ja. Du bist deswegen irgendwie ein Versager oder ein Loser. Das hat nichts mit dir als Mensch zu tun, sondern es ist halt einfach ein Thema. Vielleicht braucht es die Welt gerade nicht. Vielleicht ist es nicht wichtig genug, warum auch immer. Aber sich da ein bisschen auch so distanzieren und sich nicht zu sehen, ich bin meine Firma XYZ so. Okay. Das ist, glaube ich, ein großer Schlüssel zum eigenen Seelenfrieden und dann auch mal ein bisschen entspannter mit solchen Sachen umgehen zu können. Ist das auch ein Part von deinem Job, dass vielleicht auch mal junge Gründer zu dir kommen und sagen, hey Chris, hast du mal eine ruhige Minute, mir geht's vielleicht auch mental nicht gut? Klar, ja, ich immer wieder die Gespräche halt damit und glaube, genau das Gleiche brauche ich auch. Ich habe auch Mentoren, wo ich hingehe, wo ich sage, gerade eben wächst mir das alles über den Kopf, da sind Herausforderungen, die gerade an der Tür klopfen. Den habe ich mich noch nie so gestellt. Mhm. Ich brauche auch Unterstützung. Also von dem her ist es auch Teil unserer Aufgabe, da Gesprächspartner zu sein und zu unterstützen, einen Rahmen zu geben, wo wir halt können. Und wenn nicht, wie gesagt, es geht auch nicht immer gleich um Lösungen zu haben, sondern ich glaube, erstmal ist es nur, einen Raum zu schaffen, wo man drüber sprechen kann. Ja. Startup gründen kostet viel Zeit, vor allem auch viel Lebenszeit. Und das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigst, eine Linie zu finden zwischen der Arbeit und dem tatsächlichen Leben, nenne ich es jetzt mal, sich auch einfach mal zu hinterfragen, wofür arbeite ich denn überhaupt? Yep, absolut.
Und diese Frage stelle ich mir auch immer wieder, was ist das richtige Maß halt zwischen diesen Themen? Weil, und ich glaube, das ist auch so, als Gründer lebst du schon immer an den Extremen. Und da muss man halt echt auch aufpassen, dass man diese Extreme vielleicht auch nicht immer überschreitet, sondern eben auch schaut, okay, wo ist halt die Balance auch im Leben zu den anderen Lebensbereichen? Also, und ich meine, bei mir ist es dann ganz klar, wir haben eine Tochter seit 1,5 Jahren und das ist einfach, das zwingt dich zur Balance, weil du brauchst halt nicht nach Hause kommen und das habe ich auch erst lernen müssen. Ich komme dann halt abends nach Hause so und dachte, okay, jetzt natürlich ist es entspannter, aber wenn es meiner Tochter halt irgendwie nicht gut geht oder sie Aufmerksamkeit braucht, dann bin ich da. Und meine Aufmerksamkeit ist halt da. Und ich muss eine gute Balance finden, auch ihr die Aufmerksamkeit zu schenken. Und nicht nur wieder noch halb bei den letzten 2 Terminen sein, wo ich wieder war. Weil ich glaube, sonst schneiden wir uns Teile in unserem Leben weg, die extrem wichtig sind. Und wenn wir das nicht mehr haben, dann hilft uns halt die Arbeit alleine irgendwie auch nichts mehr. Und ich glaube, das ist vielleicht für mich auch meine größte, wo ich immer wieder versuche, was ist das richtige Maß. Und ich merke immer wieder, ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen über die Leitplanken wieder in die eine Richtung zu viel. Und häufig ist es eher auf der Arbeitsseite wieder, weil man auch wieder natürlich machen will und tun und Energie reingeben. Und es ist so wichtig. Und dann müssen wir wieder am Thema, bin ich das Unternehmen oder nicht? Aber es ist so wichtig und es muss jetzt noch passieren und so weiter. Sonst wird's scheiße. Und dann nimmt man sich und diese Sache auch wieder zu ernst. Und dann tut's auch mal wieder gut, zu Hause zu sein und dann mal wieder auch so, das hat auch mal so jemand gesagt, einfach Kinder helfen dir halt einfach so ein bisschen dabei, dich wieder auf den Boden der Tatsachen, so was, die Basics einfach so, weißt du, die Needs sind ganz basic. Darum geht's eigentlich häufig auch noch nur und nicht, was man noch alles machen kann. Dazu vielleicht auch nochmal, da gibt's natürlich wieder tolle Sprichwörter, aber wenn man die sich mal bewusst macht, stimmt's halt auch. Also irgendwie ein Baum wächst halt auch nicht schneller, wenn du jetzt am Blatt ziehst oder sowas halt, ne? Also, oder ein Baum denkt sich nicht noch so, jetzt ist irgendwie Herbst, jetzt muss ich noch schnell 2 Blätter rausdrücken, damit ich richtig gut ausschaue, weil sonst findet mich ja irgendwie jemand nicht mehr gut. Das macht kein Baum, niemand in der Welt. Aber wir Menschen denken immer noch, jetzt muss ich im Dezember, komm, jetzt ist fast schon Jahresende, ich muss noch die 2 Sachen schnell fertig machen. Ich glaube einfach, dass es nicht notwendig ist. Aber wir uns halt immer zwingen, was noch alles denn notwendig wäre, aber uns dann meistens, glaube ich, selber damit schaden. Vor allem, was du vorhin gemeint hast, ne, dieses extrem viel rein investieren, viel Arbeitszeit, viel Energie, ist ja auch das, was ist. Ich meine, es gibt ja zig Speaker und auch sehr, sehr bekannte Speaker, die, ja, ich würde schon sagen, die jungen Leute vor allem dazu motivieren, so wirklich kein Leben außerhalb der Arbeit zu haben und investiere in deinen 20ern vor allem alles in die Arbeit und dann kannst du ab 30 dein Leben genießen. Ja. Hier hasseln den ganzen Tag, Gary Vee und so weiter, wir hatten ja vorher schon mal drüber gesprochen. Wie problematisch siehst du sowas, dass Leute dann irgendwie in diese Richtung fast schon, ja, ich meine, von solchen Influencern nenne ich sie jetzt mal, gedrängt werden? Es ist allgemein halt immer ich glaube, nie gesund, wenn du halt irgendwas immer extrem hinterherrennst und das als heiligen Gral für irgendwas empfindest. Ich glaube, das ist nie wichtig, sondern ich glaube, was schon wichtig ist, ist halt auszuprobieren wieder, was ich halt meine, speziell in seinen 20ern. Ich bin sehr dankbar für all die Erfahrungen, die ich in den 20ern gemacht habe. Ich war viel im Ausland, ich habe im Ausland studiert, war in exotischen Ländern und durfte Sachen ausprobieren. Ich habe verschiedene Studienfächer. Ich habe Sport studiert 1 Semester und habe es wieder abgebrochen, weil ich dachte, ich will unbedingt Sport studieren und musste unbedingt in Köln an der Sporthochschule sein. Und dann habe ich aber, als ich gemerkt habe, dass ich dort Riverdance tanzen musste und spielen und gestalten, quasi mich irgendwie tänzerisch beweisen musste, habe ich gemerkt, so, ja, okay, das ist es halt irgendwie nicht. Aber das hätte ich nie gewusst, wenn ich es nicht ausprobiert hätte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für sich, dann halt auch wieder so zu sehen, hey, ich probiere es aus, ich probiere mich aus. Ich probiere verschiedene Sachen halt einfach aus. Und ganz ehrlich, vielleicht ist da eben so viel Arbeiten und da Energie reingeben, kann ja ein Teil sein, wo ich sage, so, wow, das macht mir richtig Spaß. Ich habe da ein Thema und da will ich Energie reinstecken. In einem guten Maß, glaube ich, super gut. Ne? Aber nur das zu tun, um, keine Ahnung, jetzt natürlich so, okay, build your online marketing business und dann passives Einkommen, eine Mio im Monat, drücke jetzt und jetzt geht's ab hier. Und hier hast du die Roli und den Porsche und so weiter. Das ist alles schön, das ist auch, wenn es dir Spaß macht, unbedingt wichtig, aber ich glaube, es muss halt immer, wie gesagt, in einer guten Balance sein und ist aber halt auch wieder nicht alles so. Und deswegen so ausprobieren, schauen, passt es für mich ja oder nein und halt auch immer wieder gucken, wer sind die Menschen in meinem Umfeld, wo ich sowas vielleicht auch mal wieder reflektieren kann und vielleicht mal ein bisschen auch auf den Boden der Tatsachen mal zurückkommen, weil es halt auch nicht alles ist. Nee, klar. Und Corona ist, glaube ich, auch da ein ganz guter Lehrer, muss man auch ganz ehrlich sagen, im Sinne von sich auf die wichtigsten Menschen eigentlich zu konzentrieren, weil man, ich glaube, vorher hat man ja überall immer alles gesehen und musste noch auf eine Veranstaltung und hier musste ich noch netzwerken und so weiter.
gibt's halt einfach alles nicht. Ja. Sondern wir sind irgendwie auf die wesentlichen Menschen und die eigentlich die wichtigsten in unserem Leben sind. So. Und das ist für mich zumindest mal eine Sache, wo ich merke, hat auch was Gutes, weil das sehr viel mehr Zeit für mich bekommt gerade eben. Ja. Ich glaube, Corona hat generell viele Leute dazu gezwungen, sich vielleicht auch mit sich selber so ein bisschen mehr zu beschäftigen, ne? Weil man das sind ja auch Themen, die man gerne verdrängt. In dieser super busy Business-Welt, in der man da ist, ne, von Termin zu Termin hüpfen und am Wochenende auf Veranstaltungen rumhüpfen. Und ich glaube, genau das ist jetzt auch ein Thema, wo vielleicht viele auch aufblühen, ne, wo wir sagen, okay, ich setze meine Prioritäten neu. Vielleicht aber auf der anderen Seite auch Leute, die dann vielleicht auch deswegen mentale Struggles haben. Du hast es vorhin auch nochmal ganz kurz angesprochen, das Thema New Work. Ich meine, jetzt haben wir die eine Seite gehabt, die Leute, die da wirklich viele arbeiten und viel Zeit investieren und das restliche Leben komplett ausblenden. Auf der anderen Seite hast du ja eine neue Generation, denen das Thema Work-Life-Balance sehr, sehr wichtig ist. Ja? Die auch gerne mal auf eine Beförderung verzichten beziehungsweise auf mehr Gehalt verzichten, wenn sie sagen, ich habe eine 37-Stunden-Woche vielleicht, ich habe Homeoffice, ich kann auch so banale Dinge meinen Hund mit auf die Arbeit bringen und solche Geschichten. Ne? Wie siehst du das? Wo sollte man da vielleicht auch als Tipp für die Startup-Gründer, für die Unternehmen, wo sollte man da so seinen Fokus legen? Wie alt bist du? 26. Bist du diese neue Generation oder bist du da drüber hinaus schon? Ich muss ehrlich sagen, ich wäre es gern. momentan bin ich es nicht so, aber ich wäre es gerne. Warum? Ich glaube, Work-Life-Balance ist schon wichtig. Klar gibt es immer Phasen. Jetzt während Corona ist natürlich auch immer das Thema. Klar, du verpasst, also man denkt immer, man verpasst halt im Moment jetzt nichts. Ich habe jetzt noch keine Frau, keine Kinder, habe halt die Zeit jetzt gerade, die ich dann in die Arbeit stecken kann. Am Wochenende ist nichts los. Da kannst du dich dann auch nochmal an den Rechner hocken und arbeiten und so. Und deswegen nehme ich dann die Zeit und denke mir, wenn ich gerade schon zu Hause sitzen muss und gefühlt nichts machen kann, dann tue ich was Produktives. Ja, und ich glaube, wie gesagt, ich schätze dich jetzt auch mal jemand ein, der da auch sehr reflektiert ist und du merkst ja, okay, gerade investiere ich die Zeit halt auch da rein, ne? Und ich glaube, es ist immer wieder nur wichtig, auch wieder diese einfach nur Phasen zu finden, wo man halt rauszoomt und mal kurz innehält, so, passt das alles neu? Ist alles cool? Wo bin ich gerade? Wo geht's gerade hin? Weil ich meine, sonst Scheuklappen und man macht und hasselt und hasselt und hasselt und dann wühlt man immer weiter rein, aber sieht schon nicht mehr, was links und rechts ist. Und was ich immer gerne sage, ist halt, für mich ist es auch kein Entweder-Oder mehr, sondern ich finde halt so eine Sowohl-als-auch. Und das ist was ich allgemein in der Welt irgendwie finde. Ich finde so ein Höhepunkt gefühlte Entweder-Oder-Welt. So, das ist richtig, das ist falsch. New Work ist mega, Old Work ist scheiße. Ja. Digital ist mega, analog ist scheiße. Stadtleben ist der hottest Shit am Land, ihr Bauern. So, also, und immer diese krasse Trennung, so die Trennung zwischen was richtig und was falsch ist. Und wir Menschen sind so gut im Urteilen, so was halt jetzt richtig ist und was falsch ist. Und ich finde halt eher, was mal schön wäre halt so ein sowohl als auch Lebenansatz im Sinne von, okay, es braucht halt einfach alles. Und ich glaube, es hat alles so seinen Raum. Und es ist viel wichtiger, dass für die Person es authentisch und richtig ist und die weiß, so für mich ist das richtig und ich will das jetzt so machen. Aber gleichzeitig ist es für eine andere Person halt nicht das, was sie halt machen möchte. Und das ist, finde ich, was ich mir mitgebe immer wieder, aber auch jetzt jungen Menschen, die halt an der Universität sind, wo sie sagen, was mache ich jetzt, was tue ich jetzt halt, zu sagen so, ja, es gibt eine Zeit, da ballerst du halt, da gibst du Gas, da hast du Bock, aber dann gibt's die Zeit, da bist du halt einfach und chillst und relaxed und hast dann wieder was anderes so und schaust dann immer wieder, dass du halt irgendwie alles in einem Rahmen gibst. Aber während du chillst, brauchst du jetzt keinen anderen verurteilen, der ballert und umgekehrt so. Das ist eher so, finde ich, dass man häufig mal eher so ein bisschen sowohl als auch halt dann denkt und nicht im Sinne von nur so ist richtig und alles andere ist scheiße. Chris, letzte Frage für heute, dann sind wir fertig. Was ist denn der schlechteste und der beste Rat, den man dir mal gegeben hat? Ah, der beste Rat. Jetzt wird's spirituell. Lass die jeweilige Situation dein Meister sein. Okay. Die finde ich halt sehr, sehr schön. Weil, ganz ehrlich, wir bekommen halt irgendeine Situation, irgendwas passiert, keine Ahnung, draußen fährt mir jetzt einer ins Auto rein. Ich kann natürlich ausrasten oder ich habe die Chance, irgendwie entspannter damit halt irgendwie umzugehen. Und nicht halt gleich wieder da rein zu verfallen, wie scheiße das ist und wie blöd und so weiter, sondern sagen so, was kann ich jetzt hieraus lernen, irgendwie aus der Situation, so wie sie halt jetzt gerade eben ist. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil es immer wieder den Fokus schafft auf, was hier in diesem Moment eigentlich passiert und nicht irgendwie vorher, nachher. Das finde ich irgendwie war so das Wertvollste, was mir immer jemand gesagt hat, weil ja, es hilft mir immer wieder mal kurz zurückzugehen und mich nicht da rein so mit vollem Grant in irgendein Thema reinzugeben. Der schlechteste Rat, den ich je bekommen habe. Es war mal in einem Bewerbungsgespräch, würde ich jetzt mal sagen,
Da wurde ich mal gefragt, was ich hätte besser machen sollen in der Vergangenheit. Und dann habe ich gesagt, naja, in der Schule hätte ich mal ein bisschen mehr lernen können, weil ich halt so ein richtig, was ich war so schlecht in der Schule, halt auch mit Durchfallen und all diesen Sachen. Und da hat die Person zu mir gesagt, naja, ein bisschen war jetzt nicht genug, glaube ich. Du hättest da noch mehr lernen müssen als nur ein bisschen, weil das ich halt meine Noten angeschaut habe, in Bewerbung zu fahren. Und da muss ich sagen, so, also das ist ungefähr der beschissenste Rat, den ich in meinem Leben dann doch bekommen habe, da jetzt noch mehr zu lernen, weil ich mir dachte, ja, hätte mir jetzt in meinem Leben jetzt auch nicht unbedingt sehr viel mich weitergebracht, als ich jetzt bin. Chris, vielen Dank dir, dass du da warst. Tolle Insights wirklich und weiterhin viel Erfolg, viel Gesundheit auch. Und an alle Hörer da draußen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei wart. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge des Run Podcasts. Bis dahin, ciao.